Hallo nochmal. Ja, ich habe euch gesagt, dass ich werde einen zweiten Teil machen mit den zweiten Teil von Neuigkeiten. Und jetzt bin ich bei Eustern und gehen wir dahin und schauen wir, was gibt es einfach neu ab nächstes Jahr. Genau. Hi. Hallo Julian, schönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Gerne, gerne. Tja, ab Januar 2025 wird ARD und ZDF die SD-Kanäle abschalten. Okay. Und das bedeutet für alle Wohnmobilnutzer mit SAT-Anlagen, egal welcher Hersteller, dass sie prüfen müssen, ob ihre Anlage noch in der Lage ist, die HD-Signale anzusteuern bzw. zu prozessieren. Ja, okay. Wir haben bis ca. 2015 sogenannte Steuerreceiver geliefert. Das sind Geräte, die sozusagen einerseits die Anlage ausrichten, um den Transponder am Satelliten zu erreichen und zum anderen auch das TV-Signal umzuwandeln für das TV-Gerät. Okay. Ja. Und ab 2015 ist das auseinandergefallen, sodass die Signalprozessierung im sogenannten DVBS, also im Satellitendecoder, stattfindet. Ja. Und die Steuerung für die HD-Signale, das kannten die Geräte vorher noch nicht, die Steuerung für die HD-Signale entsprechend ausgerichtet sein muss. Okay. Ja. Was wir gemacht haben, wir sind nachhaltig im altmodischen Sinne, sage ich mal, ist, dass wir für diese Anlagen ein neues Steuergerät entwickelt haben, das man jetzt, zeige ich gleich, das man jetzt einsetzen kann, um Satellitenanlagen von Ten Haft, Oyster-Anlagen umzurüsten, bis zu einem Jahr zurückgehend 2003, 2005. Okay. Ja, das heißt also, mit unserer Umrüstung kann man die Satellitenaußenanlage auf dem Dach belassen und auch das Kabel. Okay. Und muss nur das Steuergerät tauschen. Okay. Und da zeige ich dir einfach am Beispiel, wie das geht. Ja. Also wir haben da so einen sogenannten Umrüstflyer gemacht. Den gibt es auch online auf der Webseite unter tenhaft.com. Ja. Und da ist im Endeffekt erklärt, wie man feststellen kann anhand des Gerätes, ja, wie sieht meine Hardware aus, ja, was habe ich für eine Form von Antenne auf dem Dach. Ja. Und wenn es rot ist, dann muss ein neues Steuergerät dazukommen und auch ein neues Fernsehgerät mit DVBS. Okay. Ja. Und wenn es grün ist, dann kann es bleiben. Aha. Ja? Und diese Umrüstsets, ganz einfach und auf den Punkt gebracht, die liegen zwischen 350 und 500 Euro. Okay. Und das kommt immer darauf an, ob man noch ein Steuergerät dazu braucht, wenn man einen eigenen Fernseher hat mit DVBS oder ob man, wie hier, für rund 40 Euro weniger kein Bedienteil braucht, weil man ein TV-Gerät von Oyster hat. Und dann die Anlage ist Premium und macht der Kunde den Fernseher an, geht die Antenne oben und macht der Fernseher aus, geht die Antenne so rein. So ist es. Okay. Genau. Und wir haben vielleicht das jetzt ganz neu auf der Messe am Freitag, gestern vor einer Woche fertig geworden, haben wir in unserer Ten Haft App, die man hier hat, die Möglichkeit, auch in der Premium-Funktion, dass man das automatische Ein- und Ausfahren ausschalten kann. Ja, wer da Fragen hat, schreibt ganz einfach an service@tenhaft. Ja, dann erklären wir das. Ist sehr einfach, aber das haben wir auf Wunsch eines Herstellers gemacht. Fanden wir eine gute Idee, der an uns herangetreten ist mit dem Thema, dass die Fahrzeuge in der Halle die Antenne hochgefahren haben. Okay. Und da haben wir jetzt eine Funktion, damit die Antenne unten bleibt. Aha. Geil. Okay, ja, das ist so die Thematik. Ja, genau. Finde ich okay, finde ich informativ, so die auch unsere Kunden wissen. Ja. Genau. Dann, die habe ich auch ein paar genommen von und euch. Und ihr könnt auch die Umrüstung machen. Auf jeden Fall. Ja, die zwei, es gibt ja zwei verschiedene Steuergeräte, für die vierpoligen und die 14-poligen Anschlüsse an den Steuergeräten. Und die habt ihr ja bei euch auch am Lager und könnt für die Kunden die Umrüstung machen. Und ab diesem Steuergerät kann man dann auch das Update mit der App machen. Genau. Sehr schön. Alles klar, Marcel. Alles klar. Ich danke dir. Bis dann. Und gehe ich weiter. Einen schönen Tag. Ja, tschüss. Gleichfalls. Marcel ist der Vertriebsleiter bei Ten Haft und hat er uns ganz
richtig alles erzählt. Dann schaue ich mir, was habe ich hier, 5 Uhr, 5 vor 6, sorry. Dann gucke ich, wenn jemand von Bultron frei habe ich oder von jemand von Klesana, und so kann ich euch weiter zeigen, um was geht es. So, dann gehen wir weiter, weil die Messe ist zu Ende. So, es ist so, dass heute war mehr Arbeit als immer und hatte ich bis jetzt keine Zeit zu filmen. Wir sind jetzt, haben wir genau 18 Uhr, die Leute sind schon am hier den Stand wegzumachen, aber trotzdem gehen wir zu Klesana und wir fragen ein paar Sachen, die, was gibt es neu, was gibt es mit welchen Neuigkeiten am Ende sind die auf der Messe gekommen. So, der erzählt schon hier zu meiner Tochter und zu Alex. Hallo. Über was gibt es. Halli, so, hallo. Bianca, wenn du so lit bist, dann schauen wir. Daniel, sehr gut. Hi. Grüß dich. Schön, dich zu sehen, auch wenn es auf die letzte Minute ist. Gab immer schön, dich auf Stand zu haben. Nicht zu spät ist nie. Genau. Guck mal, ist perfekt. Ich habe es jetzt nicht mehr an der Wand, aber ich habe für dich, oder eigentlich, wenn ihr möchtet, wir machen das hier. Wir haben eine kleine Neuigkeit, und zwar das Power Management. Das soll eine wesentlich einfache Installation erlauben. Okay. Interessant ist es, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug habt, wo die Batterie, die Aufbaubatterie unter dem Beifahrersitz ist. Ja. Die Toilette ist ganz, ganz hinten in der Ecke. Viel Arbeit, viel Aufwand. Leute müssen mehr bezahlen, genau, dicke Kabel und so weiter. Die Idee, die wir hier gemacht haben, ist folgendes. Ihr habt ja, wenn ihr die Toilette tauscht, hinter der Toilette immer ein kleines Stück Platz, was da besteht. Richtig. Zwischen der Serviceklappe, der Außenwand und der Innenwand. Richtig. Und dann gibt es im Endeffekt dieses kleine Kästchen. Das haben wir zusammen mit Photronic entwickelt. Okay. Was es ist, das ist ein Ladegerät und gleichzeitig ein Relais. Mhm. Also, die Idee ist, ihr nehmt einfach so eine ganz kleine Motorradbatterie. Okay. Diese Motorradbatterie kriegt ihr in jedem Handel, kriegt ihr handelsüblich, kostet ein paar Euro, wird hinter die Toilette gesteckt. Dann wird nebenan das Power Management geschraubt. Dann kommt hier beim Power Management ein Kabelsatz mit. Das heißt, ja, klar. Ihr geht mit einem Kabel auf das Power Management und vom Power Management direkt an die Toilette. Das heißt, die Toilette zieht den Strom über die Batterie. Was ja gut und recht ist, aber wie kriegt die Batterie jetzt Strom? Richtig. Und da ist das Spannende, die Kabel, die verlegt sind für die Wasserspülung. Ja. Ja, da müsst ihr schauen, wenn es Dauerplus-Kabel sind, geht ihr auch hier drauf. Hm. Und dann habt ihr, wenn die Toilette im Standby ist, automatisch die Ladung von der Batterie. Ah. Das heißt, ihr ladet über das bestehende Kabel die Batterie über 2 Ampere. Es kann sein, dass es manchmal keine Dauerpluskabel sind. Dann müsst ihr entweder neue ziehen oder die oben am EBL umstecken. Ja, ja, ja. Sodass ja. Die quasi auf Dauerplus sind. Aber genau. Das heißt, ihr müsst kein Kabel mehr in einem Doppelboden an der Seitenwand vorbeiziehen. Sondern ihr geht einfach hier hin. Und das reicht für die Klesana? Genau. Wie viel Ampere zieht die überhaupt? Hier hast du 3 Ampere Stunden. Also die Klesana, wenn du das mal da schaust, wir haben für einen Verschweißvorgang 0,5 und für einen Brennvorgang 1,7 Wattstunden. Also das ist so, für einen Verschweißvorgang, möchte ich jetzt mal behaupten, ziehst du 0,3 Ampere-Stunden. Warum machen wir eigentlich eine 30 Ampere Sicherung aktuell auf dem Kabel? Genau, weil wir 22 Ampere kurzfristig Strom brauchen. Das ist okay. Auch der Grund, warum wir auf die Batterie müssen. Aha. Und die liefert dann Strom. Genau, die liefert das. Die kann das. Die ist eben nicht auf 10 oder 15 Ampere abgeriegelt, sondern weil Motorrad-Starter-Batterie, dann siehst du hier 12, 8 Volt, 190 Ampere. Die bringt die Leistung. Jetzt ist zu Mensch. Ja, genau. Yeah. Wir haben es geschafft, 10 Tage. Das ist zu lang. Genau. Aber gut. Ja. Und das andere, die Neuigkeit, ab jetzt gibt es auch die Folie bedruckt und als Bioline. Genau, genau. Aber habe ich verstanden, das kommt die gleich. Genau, ab nächstem Jahr werden wir das dann quasi so sukzessive umtauschen. Ah, aber es ist für den Kunden einfacher, weil er das Ende sieht. Und in wie viel Zeit zerstört sich, oder wie heißt das? Zersetzt? Ah, genau. Tatsächlich, die soll sich nicht zersetzen, die muss auch wie die jetzige in Haus- und Restmüll. Aha. Weil wie bei einer Windel ist es so, die wird dann ganz normal über Haus- und Restmüll entsorgt und in die Müllverbrennung. Ah, okay. Wichtig ist nur, sie ist aus Biomaterial, das heißt, wir brauchen keinen Tropfen Öl dafür, aber die Entsorgung bleibt die gleiche. Verstanden. Die darf also auch Verstanden. Nicht im Wald geschmissen werden, wegen dem, was drin ist. Aha, okay. Alles klar. Perfekt. Geil. Super. Ich danke dir. Merci fürs Vorbeikommen. Gerne, und nächstes gerne, Mal nehmen wir uns mehr Zeit für einen. Machen wir so. Dann danke nochmal. Viele Fahrt nach Hause. Danke. Fährt ihr schon heute? Ja, heute. Ah, nee, morgen früh. Morgen, heute lieber. Abbauen und dann morgen. Jo, mach gut. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, dann habt ihr gesehen. Das ist die Neuigkeiten, was kommt von Klesana. Ich zeige euch nochmal diese technischen Daten, für die, die Interesse haben. Ja. Mach hier ein Foto oder so.
Das ist hier. Das ist ganz, ganz interessant. Ihr habt gesehen, Mover mit eigener Batterie, Klesana bekommt jetzt eigene Batterie und so weiter. Ja, was kann ich euch sagen? Hier, Bultron, die sind auch am bauen. Und das ist die neue Batterie, was habe ich euch erzählt? Die wurde präsentiert von unserem Kollegen Giba und von mehreren. Aber ich zeige euch nochmal. Früher haben die 480 gehabt und jetzt ist die gleiche Karkasse, gleiche Gehäuse mit den zwei BMS. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Batterie durch zwei kleine Knöpfchen auszumachen. Aber jetzt haben wir 60 Ampere Stunde mehr als früher. Das gleiche Spiel, 5 Jahre Garantie, passt unter dem Ducato-Sitz und so weiter und so fort. Sogar diese haben die an uns, an die Handwerker gedacht. So, das kannst du besser die Batterie hier unten bringen. Geil. Ja, Leute, war schon. Wir sehen uns nächstes Mal. Alles klar, mach gut. Ja, habt ihr gesehen, Christian ist auch dabei. Hi Christian. Ciao. Das sind so Kleinigkeiten. Es gibt noch ein paar überall, aber dann wird wieder dieser Film auch zu lang. Jetzt sind wir, wie soll ich sagen, am Limit, müssen wir auch unseren Stand umbauen. Und dann, ja, sage einfach nur so, so sieht es aus. Handwerker in den letzten Tag, 10 Tage in Anzug, mit Krawatte, mit alles. Und jetzt muss er aufbauen. Mach gut. Genau. Leute, wie immer, ich sage, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video oder im Bruckberg bei Landshut, unsere zweite Filiale, und in Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Julian sagt jetzt mal Tschüss, bis nächstes Mal.